Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn die Ministerin nichts mehr sagen will, dann sage ich noch was. Politischer Transgender ist der Verrat der Gleichberechtigung. Zumindest im Sportbereich und insbesondere im Kampfsport. In unserem Antrag haben wir das Beispiel des Boxers Emine Khelif angebracht und ist ja hier gerade auch schon lang und breit diskutiert worden. Die Algerin, die wohl biologisch ein Mann ist, hat im Frauenboxen bei Olympia Gold geholt. Schön für sie, schlecht für die Frauen. Die Kraft der Frau beträgt im Durchschnitt 54-80% weniger als die Kraft des Mannes nach Weineck 2010. Das ist nicht nur ein Nachteil im Angriff aufgrund der höheren Schlagkraft, sondern vor allem ein Nachteil in der Verteidigung. Männer haben eine stärkere Nackenmuskulatur und sie können die Schläge besser abfedern. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn ein biologischer Mann mit mehr Muskulatur auf eine schwäche Frau trifft. Man fragt sich, auch hier im Plenum, wie ist es dazu gekommen, dass so ein Irrsinn möglich ist, dass biologische Männer gegen Frauen im Kampfsport antreten? Die Revolution frisst ihre Kinder, meine Damen und Herren. Wir stehen am Ende einer Entwicklung der Frauenrechte, die mittlerweile ins Gegenteil geschwappt ist. Biologische Männer können sich die Jura als Frauen definieren. Und deswegen ist es natürlich eine Frage der Politik und nicht nur der Landessportbände, weil die müssen das ausbaden, was sie hier angerichtet haben. Auf den ersten Blick, was sie gemacht haben, scheint das Problem gelöst zu sein. Es gibt Menschen, die glauben, dass sie im falschen Körper leben. Das ist Realität und bitter für die Betroffenen und hat häufig einen jahrelangen Leidensweg hinter sich. Helfen kann da die Psychologie oder auch die Medizin. Aber nicht das Zusammenschlagen von Schwächeren im Boxring, denn das ist nur eins, nämlich Körperverletzung. Ihre fehlgeleitete Ideologie bedeutet für Frauen blutende Platzwunden, gebrochene Kieferknochen oder sonstige schwerste Kopfverletzung. Und nicht nur im Boxen, sondern auch in anderen Kampfsportarten wie Karate, MMA oder Thai-Boxen. Und das betreiben sehr viele hier in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen kann die Politik sich da nicht einfach rausziehen. In den umgenannten Fällen sind dabei noch nicht die Langzeitschäden eingepreist. Das ist die Kehrseite einer hochmütigen und selbstgerechten Politik. Vielen Dank.